So, herzlich willkommen zum dritten Teil vom Psychonauts. Und wir gehen gleich rein ins Geschehen. Ab ins Feriencamp für Psychonauten. Alles klar. So. Hier machen wir ganz auf entspannt. Lass mal gucken. Aber wir müssen zu dem Geheimlabor von... Oh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Da muss irgendwas in unserem Inventar sein. Dieser Knopf, der da fehlt. Damit wir hier rein können. Der ist im Inventar drin. Also der müsste im Inventar, das sollte dieser Knopf sein, aber der müsste im Inventar sein. Sascha oder wie der Typ heißt. Hi. Wer die Lagereinrichtung beschädigt, wird augenblicklich hinausgeworfen. Bla bla bla. Ja, endlich Wochenende. Ist da dahin bestimmt da irgendwas dann? Ne? Werden die Dinger irgendwann lebendig? Oder so? Nee. Da passiert nichts. Ja, da müssen wir hin. So, ich hoffe, das klappt. Ich habe ja recherchiert. Aber natürlich nicht. Oh. Kann man da eigentlich auch hoch? Oh, bestimmt nicht. Ja. Na. Da geht's ja gar nicht. Ja. Ein bisschen Pfeilspitzen sammeln. Nee, da wollten wir gar nicht hin, sondern da, wo diese komische Kugel ist. Romantisch. So. Ja, also. Jetzt, come on. Da sind wir. Also, wir müssen nochmal in die Kugel rein. Und dann... Na. So, jetzt. Vielleicht spinne ich ja, aber ich habe das Gefühl, der Knopf von Sascha gehört dahin. Ja, wo ist der Knopf von Sascha? Hallo, ich will diesen Scheißknopf jetzt. Na also, heieiei.
Agent 9, ich melde mich zum Training für Fortgeschrittene. Ach, ist das die Putzfrau. Ich räume die Akten gleich weg. Ich muss nur rasch diese Tests beenden. Oh, Sascha kommt aus Österreich. Jawohl. Ach du liebe Zeit. Was lernt man denn hier? Löffel verbiegen? Feuerchen legen? Ja, danke, Rasputin, dass du mir hilfst, hier aufzuräumen. Sollen wir mal zu dem Typen jetzt hingehen? So. Ich habe schon viel von diesen Kopfexplosionen gehört und mich gefragt... Wissenschaft, Rasputin, das praktizieren wir hier. Keine Taschenspielertricks. Wenn du es ernst meinst mit der Erforschung deines Verstandes, geh zum Gehirnmixer und fang an. Gehirnmixer? Ach du Schande. Ach du Schande. Und jetzt kommen wir wieder in so eine Welt, wo, bestimmt in so eine Welt wie beim Colonel, wo wir ein paar Rätsel lösen müssen, oder? Achtung! Also seien wir bereit. Ja. Ja. Und? Hey! Wofür ist dieser komische Föhn gut? Ah, du bist bereit für den Gehirnmixer. Mit diesem Gerät schicken wir dich tief in deine eigene Psyche, um dort beispiellose Einsicht und Macht zu gewinnen. Ausgezeichnet! Dann mix mal los! Jetzt entspann dich. Das tut nicht weh. Es sei denn, es passiert etwas ganz Schlimmes. Ohoho! So, cool! Und wir sind wieder... So sieht es also in meinem Verstand aus? Jetzt wie in Rasputins Verstand. Du reist noch durch die Astralebene. Dies ist ein Teil der Zone, die man als kollektives Unterbewusstsein bezeichnet. Dort ist das Unterbewusstsein aller Wesen vernetzt. Du hast gerade erst mit deiner Ausbildung begonnen, Rasputin. Viele der Türen, die zu einem anderen Bewusstsein führen, sind noch außerhalb deiner Reichweite. Je mehr du die geistige Welt erforschst, desto mehr Verbindungen öffnen sich. Momentan kannst du nur eine einzige unterbewusste Welt betreten. Deine eigene. Tritt hindurch und wir können weitermachen. Das sieht schon cool aus, ne? So, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Bis ich rausgefunden habe, wie man den Knopf benutzt. Das ist peinlich, ich weiß, aber dafür haben wir das Camp jetzt schön durchgecampt und erforscht. So, und es geht los. Jetzt gehen wir in Rasputins, also in unseren eigenen Verstand rein. Rasputin, kannst du mich hören? Sascha? Wo bin ich? Du bist in deinem eigenen Verstand, aber ich weiß nicht wo. Sag, was siehst du? Einen klapprigen Zigeunerwagen. Erkennst du ihn? Ja. Dort wurde ich geboren. Ich verstehe. Faszinierend. Also wir erfahren jetzt was über unsere eigene Vergangenheit wahrscheinlich. Sascha. Ich gehe jetzt in den Wagen. Was siehst du da drinnen?
Weiß nicht genau. Ist schummrig hier. Oh oh. Was? Nein, ich finde es raus. Aha! Schlagwand. Rasputin, bist du okay? Was siehst du jetzt? Ich sehe ein kleines, hasenähnliches Tier. Hm. Ein ungewöhnliches Tierwesen symbolisiert im Traum oft eine Urangst oder Erinnerung. Folge ihm, es könnte dich zu etwas Wichtigem führen. Klar. Okay, Mr. Bunny. Wir bleiben zusammen und wo du hingehst, geh auch ich hin. Wir beide sind ein Team. Hey! Komm zurück! Sammeln wir Trugbilder ein. Ja, das Schnitzel muss geklopft werden, ja, bevor man es paniert. So. Die rennen da weg, die Pfeilspitze. Hey, bleib da. Aha, es geht doch. Sascha? Was ist? Noch ein Häschen? Nein, das ist eher ein super gruseliger, flammenäugiger Dämon oder sowas. Oh. Hm. Was? Okay, ich werde dich da rausholen. Nur eine Sekunde. Sascha? Moment, es gibt immer noch ungewöhnliche Interferenzen. Faszinierend, als ob ein anderer... Agen, nein! Sorry, fast fertig. Sascha! Oh, shit. Was ist jetzt? Sind wir im Albtraumland? Oh. Das sollte nicht passieren. Wir machen das nochmal. Oh. Ich denke, ich muss nicht unbedingt wieder in den Mixer mit den Glutaugen-Jungs. Wie du willst. Weißt du, viele Stammesgesellschaften betrachten den Sieg über die Monster der Träume als Initiationsritus. Ich kann dich lehren zu kämpfen. Komm wieder, wenn du bereit bist. Ja, aber können wir uns nicht... Wann sind wir bereit? Okay, ich bin bereit zu lernen, wie man wirklich kämpft. Oh, wirklich? Was ist? Nichts. Ich dachte nur nicht, dass du mein Angebot annehmen würdest. Normalerweise schreckt das Kinder ab. Nun ja, mich aber nicht. Ich bin bereit für mein Lager zu töten. Tut mir leid, ich kann dich nicht ausbilden. Agentin Vodello würde mich umbringen. Das ist schon dabei. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Du hast ja nicht einmal eine Scharfschützen-Lernerlaubnis. Das kostet mich meinen Job. Ich beschaffe eine. Selbst wenn du den Geheimgang da benutzen würdest, um in sein Versteck zu gelangen, würde dir Agent Kruller niemals eine Scharfschützen-Lernerlaubnis ausstellen. Agent Kruller? Nicht mal in einer Million? Bin schon weg. Ich rede nur mal schnell mit Agent Kruller. Na? Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Oh. Da. Fahren wir sofort. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Agent Kruller? Na, was macht die Ausbildung?
Sascha sagt, ich müsse lernen, besser zu kämpfen. Du sollst fortgeschrittene Kampftechnik lernen? Am ersten Tag? Ja. Ja? Ich hatte eine Vision von einem riesigen Monster mit gelben Augen und einem großen Maul voller Reißzähne. Hat es vielleicht irgendwas nach dir gespuckt? Ja. Ich denke, es war ein alter Taucherhelm oder sowas. Ach so. Ja, dann solltest du wohl gewappnet sein. Warum? Was geht hier vor? Nichts weiter. Im Geiste steht's bereit. Das ist das Motto der Psychonauten. Hier, das ist eine Scharfschützen-Lernerlaubnis. Sie funktioniert nur, wenn du in Saschas Verstand bist. Sobald du das Training geschafft hast, erhältst du das echte Abzeichen und kannst deinen Psi-Schlag überall einsetzen. Danke. Psi-Schlag? Lass dich überraschen. Und jetzt ab, sonst wird das Lager noch von glotzäugigen, müllspuckenden Monstern überrannt. Jawohl, Sir. Ich sollte gehen. Habe noch viel zu tun. Viel Glück, Rasputin! Wohin soll ich sie bringen, Agent Kraller? Zu Agent 9's Labor, bitte. Mit Vergnügen. So, zeigen wir euch mal unseren Führerschein. Okay, ich hab sie. Sehen Sie? Ausgezeichnet. Gut, das soll mir reichen. Bist du wirklich bereit dafür? Das könnte verdammt gefährlich werden. Och, jo. Jawohl. Werden Sie mich in Ihren Verstand ziehen, so wie es der Coach gemacht hat? Ich will ja keinen beleidigen, aber dann kriegst du mal einen ordentlichen Verstand zu sehen. Er sieht irgendwie aus wie das Frankenstein-Monster, oder? Oh je, das muss ich jetzt Angst haben. Willkommen in meinem Hirn. Oh, sieht so leer aus. Ich meine... Hier gibt's mehr, als du denkst. Doch ich habe gelernt, meine Gedanken zu kontrollieren. Und genau das werde ich dir auch beibringen. Kontrolle, Gefühle, Ängste, deine Wut. Du musst lernen, sie zu kontrollieren, zu fokussieren, konzentrieren und zu entfesseln. Als Therapie? Nein, als Kampfkraft. Sagen wir einmal etwas ganz Schreckliches springt dich an. Es ist so widerwärtig, dass es einfach sterben muss. Tiefer die Lampe. Ich kann nicht direkt hinsehen, doch ich kontrolliere diese Gefühle, fokussiere sie, konzentriere sie und... Und die Welt ist ein besserer Ort. Jetzt du. Ja, ja. Wir wissen alle, dass du zuschlagen kannst. Aber du bist hier, um zu lernen, wie man mit dem Psi-Schlag umgeht. Versuche es ohne zu schlagen. Gut gemacht, Raz. Schieß weiter. Gut gemacht, Raz. Schieß weiter. Exzellent. Ein Sieg des guten Geschmacks. Jetzt geht es um Präzision und exaktes Ziel. Sagen wir, mehrere Gegner greifen dich gleichzeitig an. Aber du musst sie alle der Reihe nach vernichten. Erledige die Monster in der vorgegebenen Reihenfolge, dann geht es zur nächsten Lektion. Guter Schuss, Raz. Aber du machst es dir schwerer als nötig. Lerne mit deinem geistigen Fokus, Ziele zu erfassen. Dann fällt dir Anvisieren und Ausweichen viel leichter. Versuch's noch einmal und erfasse ein Ziel mit dem geistigen Fokus. Gut, nochmal. Gut, nochmal. Nun. No. Hast du das in deiner Vision gesehen?
Ja, es schien mir in meinem Kopf viel größer zu sein. Klar, Probleme sind in unserem Kopf oft größer als in Wirklichkeit. Das war eine wichtige Lektion. Aber... Dies ist ein Sensor, ein wichtiger Teil des Verstandes gesunder Menschen. Sensoren durchstreifen deine Psyche nach Gedanken, die dort nicht hingehören. Halluzinationen, Manien, Wachträume. Die Sensoren jagen sie und streichen sie weg. Warum sind die hinter mir her? Ich bin keine Manie. Aber du bist ein Fremdkörper in meinem Verstand. Technisch gesehen gehörst du hier nicht hin. Aber ich wurde in meinem eigenen Kopf angegriffen. Gut möglich, dass der Gehirnmixer schlecht funktioniert. Oder dass du wahnsinnig bist. Wir testen das später. Fürs Erste, na, schießen. Na, recht so. Ich habe ihn getötet. Er war nur ein Gedanke, den ich hatte. Er ist nicht tot. Er hat seine Grundform angenommen. Rohe psychische Energie. Absorbiere ihn. Ist gut für deine geistige Gesundheit. Wenn du diese Energie absorbierst, steigert sich deine mentale Gesundheit. Aber bei einem Psi-Schlag verbrauchst du deinen Zerstörungswillen. Halte also Ausschau nach diesen kleinen geballten Klumpen roher psychischer Aggression. Absorbiere sie, um immer über genügend Feuerkraft zu verfügen. Ich lasse die Maschine jetzt an, damit du üben kannst. Du musst 1000 Sensoren vernichten, um dein Scharfschützenabzeichen zu bekommen. What? Komm jeden Tag her und übe fleißig, dann schaffst du das locker in knapp 3 Wochen. 3 Wochen? Ich habe nur ein paar Tage, um alle Abzeichen zu machen und ein Psychonaut zu werden. Bedächtig und zuverlässig macht das Rennen, junger Freund. Und jetzt übe. Bedächtig und vorsichtig. Oh Mann. Müssen wir jetzt wirklich 1000? Das dauert ja ewig. Lässt sich das denn nicht beschleunigen? Was wohl passiert, wenn ich diesen Regler hochfahre? Wie kann man den hochfahren? Oi. Sie kommen jetzt schneller raus, aber immer noch nicht schnell genug. Immer noch nicht schnell genug. Lass mal. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt wird's richtig Action. Thank you.
Eieiei. Na komm her, na komm her. Oh lieber Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Immer noch nicht schnell genug. Ja. Junge, du bist gleich tot. Sieht irgendwie aus wie so komische Rechtsanwälte oder Bürokrate. Oder Gerichtsvollzieher. Wird irgendwo angezeigt, wie viel wir töten. Müsste das wirklich 1000 sein? Das tägliche Maximum wurde erreicht. Falls du mehr Zensoren wünschst, erhöhe die Zensoren. Aber die greifen mich hier permanent an. Okay. Oh mein Gott. Immer noch nicht schnell genug. Ja. Lass mich doch an das Ding da, no. Immer noch nicht schnell genug. Okay, ich erhöhe ja. Oh je, sterben wir jetzt? Ist das ein Bett? Ach du Schande. Oh yeah, komm zu Papa. Raz, was machst du da? Das ist keine Kontrolle. Das ist Chaos. Ich muss das beheben. Du bleibst hier und dezimierst sie, so gut es geht. Was? Oh mein Gott. Ich hätte speichern sollen. Kommen die jetzt oder muss ich irgendwo hin?
Falle ich da jetzt runter, oder? Nee. Ah, okay. Cool. Ach du Schande. Rasputin, siehst du diese Ventile? Da kommen die Zensoren raus. Schließe die Ventile mit einem Psi-Schlag und bring den Bereich unter Kontrolle. Alles klar. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Was soll ich nochmal machen? Schlag die Schatzkammer, um sie zu öffnen. Wo ist die Schatzkammer? Glückliche Tasche. Hui. Ja. Na. Okay. Klasse. Schlage die Schatzkammer. Wo ist die Schatzkammer? Was ist das? Ah, okay. Oh! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nein! Wie komme ich da hoch? So. Ah, das ist Spinnewebe. Ah, du. Hast du ein Problem? Da muss ich noch.
Hä, wo muss ich jetzt hin? Da. Jetzt nehme ich noch mehr. Da muss ich nicht mehr. Boah, ist das verwirrend. Okay, ich muss... Gut, du hast sie alle erwischt. Und jetzt? Oh nein, du schließt das eine Leck und ein anderes öffnet sich. Also gut, um die müssen wir uns auch noch kümmern. Ich weiß gar nicht, wo ich hin... Ah, da muss ich hoch. Endboss. Ich habe das Gefühl, Sascha ist der Endboss. Ja, Psychospiele machen Spaß, hat mal jemand gesagt. Oh Gott, mir ahnt was Schreckliches. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Es ist wie in so einer Traumsequenz oder so ein Traum bei Nightmare, wo man dann irgendwie so in so eine surreale Traumwelt. Okay. Reingezogen wird. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Ah! So, wo bist du? Ne? Ah, shit. Okay, wir müssen da hoch. Wo ist der Kollege hier, wo uns da befeuert?
Der ist da. 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 Du Drecksack. Du. Ey. Ne? So, dich mache ich jetzt kalt, ja? Ah, Mann! Toll. Jedes Mal, wenn du eine ganze Kreise verlierst, verliert deine Astralprojektion eine Schicht. Ah, klasse. Na komm. Shit. So, wo ist dieser Mistkerl? Aha, merkst du was? Uff. Aber ich hab's Gefühl, das war noch nicht alles. Ach du Kacke. Haben wir wieder eine glückliche Tasche? Wie das aussieht. Oh Gott. Okay. Cool. Okay, was muss ich jetzt... Ah. Das ist es. Ich habe alle Zensorausgänge von Sascha blockiert. Das muss ich ihm erzählen. Junger Mann, ich hoffe, du hast heute eine Lektion gelernt. Ja, habe ich. Dass Schießen Spaß macht und nützlich ist. Nein, dass du die Kontrolle nur schwer wiedergewinnst, wenn du sie verloren hast. Ja, Gedanken müssen immer zu 100% unter Kontrolle sein. Nein. Wenn du versuchst, unangenehme Gefühle komplett zu unterdrücken... werden sie größer und größer und können explodieren. Oh, ja, was geschehe denn, wenn sie, sagen wir, all ihre Zensorausgänge völlig blockieren? Tja, dann würde sich die innere Zensorenenergie aufstauen, bis sie irgendwann nun... Endboss? Lauf, oh Gott. Rasputin, lauf schnell. Oh mein, was ist das? Was ist das? Ihr seid meine eigene Schöpfung. Ich befehle euch, aufzuhören. Rasputin, es ist Zeit, dir dein Abzeichen zu verdienen.
Okay, hast du ein Ziel mit deinem geistigen Fokus erfasst? Drücke und verwende in beliebige Richtung. Das ist ein Endboss. Okay. Oh mein Gott. Okay, wie? Die Megazensor besiegen. Aha, okay. Rasputin! Ab und leg mich hin. Es reicht. Ach du Scheiße. Irgendwie versorgen die kleinen Sensoren den großen mit neuer Energie. Das heißt, ich muss die abschalten, aber wo? Wo? Shit! Es reicht! Ach! Rasputin! Genug Unfug, Rasputin. Vernichte ihn. Ja, wie? Ah, ich muss die... hin. Wo kommen die her? Wo kommen die her, dass ich die... Aha. Aha. Ei, 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 ei. Shit. Die kleinen Sensoren bessern seine Stärke auf. Du musst sie aufhalten. Ja, ich weiß. Aber das Arschloch kommt ja mir nach. Oh. Ah. Mann. Vernichte die Ventile, aus denen die kleinen Sensoren ja, springen. Ja, ich weiß es! Zieh mich ab und leg mich hin! Ei, 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 ei! Es reicht! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach! Rasputin! Ach! Okay, da, da! Ei, 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 ei! Exzellent, du hast alle Ventile geschlossen. Er kann sich nicht regenerieren. Jetzt gib's ihm. Scheiße. Na, toll. Oh. Konzentrier dich, rolle seitwärts, lass dich nicht einstampfen und versuch, hinter ihn zu gelangen. Zieh mich ab und leg mich hin! Es reicht! Mann! Pass auf diese Eiterbeulen auf, mit denen er um sich wirft. Sie sind volle Sensoren. Au! Putin!
Mann! Ich hasse so Endboss-Kämpfe, so Blödsinn. Ach. So. Hey, Arschloch, wo bist du? Scheißdreck! Du erwischst viele kleine Zensuren mit einem Schlag, wenn du in die Luft springst und von oben deine übersinnliche Faust einsetzt. Ja, du musst mich auch hochspringen lassen, Depp! Oh du, welch angenehme Überraschung. Ah! Es reicht, Rasputin. Die Bestie muss sterben. Jetzt! Ja, warum lässt du mich nicht... Oh. Oh, Scheißdreck. Zieh mich ab und leg mich hin. Bist du geistig fokussiert und rollst dann zur Seite, wird es sehr schwer für ihn, dich zu treffen. Au. Ah ja, der lässt mich ja gar nicht weg. Scheißdreck! Rasputin, wenn du kurzen Prozess machst, könnte ich mit einer kleinen Gehirnerschütterung davonkommen. Ei, 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 ei! Ach. Wenn du das Gebabbel lässt, dich du jedes Mal. Hier bekomme ich also eine Ansprache und lerne eine neue Lektion. Nein, hier ist ein Abzeichen. Lass uns nie wieder davon reden. Hä? Wie haben wir das jetzt geschafft? Cool, ein Abzeichen. Wir haben es anscheinend irgendwie geschafft. Ach, wie geil. Ich will noch weiterschießen. Schon gut, schon gut. Genug mit meinem Verstand. Den werden wir jetzt für eine Weile verlassen. Jetzt ist deiner dran, ja? Geh zum Gehirnmixer, wenn du bereit bist. Gut, aber wir haben nicht mehr viel Schichten und Leben, ne? Also, wie, weil wir haben nur noch eine Schicht und wie kriegt man jetzt da eine neue Schicht. Oh! Dann halt nicht. Okay, sollen wir jetzt gleich zum Gehirnmixer reingehen oder... Wir haben bloß noch eine Schicht, ne? Wir sind dann gleich tot. Also, oder? So eine neue Schicht wieder. Okay. Ach, wir gehen sie von einem Gehirnmixer. Gut.
Okay, stellen wir uns meinen großen Taucherhelm spuckenden inneren Dämonen. Ganz recht so. Ah, da ist unser Häsler. Oh, das ging jetzt aber schnell. Hey, wo ist der hin? Habe ich mir das alles bloß eingebildet? Hier fehlt ein Handtaschenanhänger. Okay, Handtasche. Und wo ist die? Oh, die arme Handtasche. Shit, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nee, bin ich wieder, jetzt gehe ich wieder zurück. Autsch. Boah, ist das verwirrend hier. Hier fehlt ein Handtaschenanhänger. Wo muss ich jetzt hin? Da? Autsch! Handtaschenanhänger. Geht's dann erst weiter oder was? Wie ich doch herkomme. Aha. Du hast dich aber gut versteckt. Da und wieder eine glückliche Tasche. Hä, wo geht's weiter? Da bin ich doch herkommen, oder? Muss ich da hoch irgendwie?
da bin ich ja hergekommen. Sieht dem Häsle folgen, aber wo ist denn das jetzt hin? Nee. Das ist doch eine Sackgasse. Da bin ich jetzt blöd. Ach, da oben ist es. Aber da muss ich jetzt irgendwie hoch. Da muss ich jetzt irgendwie hochkommen, ne? Aha. Da weint noch irgendwie. Ihr seid meine eigene Schöpfung. Ich befehle euch aufzuhören. Mist. Das klappt anscheinend nie. Mann! Irgendwo weint dir da jemand. Aber wie komme ich jetzt da? Ich muss da hoch, bestimmt. Oh mein Gott! Ich bin gleich tot. Oh Gott, wo wäre ich jetzt auffangen müssen wieder? Ich habe Geschichte mehr. Ah. Shit. Was mache ich jetzt? Hallo, kannst du mir weiterhelfen? Ich will noch weiterschießen. Schon gut, schon gut. Genug mit meinem Verstand. Den werden wir jetzt für eine Weile verlassen. Jetzt ist deiner dran, ja? Geh zum Gehirnmixer, wenn du bereit bist. Ah, ich hab wieder alle. Ach Gott, fange ich jetzt wieder von vorne an? Okay, stellen wir uns meinen großen Taucherhelm spuckenden inneren Dämonen. Ganz recht so. Ich glaube, wir fangen wieder von vorne an, oder? Nein! Shit! Nun, wenn du den Kurs wiederholen willst, feuere den Controller auf eine beliebige Fläche. Willst du diese Fläche schließen und eine andere öffnen, schieß auf irgendein Sensorventil. So weit, so gut. Und der Teil als der Riesensensor auf die... Ich meine, das muss man aber einfach wieder rausfahren oder so. Das ist etwas bescheuert. Aha. Okay. Okay. Oh. Oh. Hm.
Gut. Tschüss. Ah, nee. Okay. Ganz recht. Zeigt es nämlich an. Saschas Schießstand? Nein. Gehirn. Nix. Experiment. Nee, wir sollen ja unserem eigenen Verstand. Ist es das jetzt? Ja. Okay. Jetzt wir auch hier mal speichern. Monster besiegen. Aha, also man müsse noch einmal dann das machen, wenn man da gestorben ist. Hä? Du warst aber das letzte Mal nicht da. Die weinende Tasche? Sag mal, verreck doch jetzt einmal. Irgendjemand weint da noch. Aha, da auch noch. Hey! Scheiße! Okay. Wie komme ich da hoch?
scheint wieder noch, da scheint immer noch irgendjemand. Fleisch, was ist denn das? Was hat das für Verwandtnis? Hä? Mein Junge, tut mir ja leid, aber du hast ein schweres mentales Problem. Mhm. Der Ursprung liegt in diesem Bereich hier, den wir Mediziner gerne auch als das Gehirn bezeichnen, und deins ist einfach schlecht. Ich sage es nur ungern. Oh, was ist denn da los? Aber du hast den Wahnsinn einer Seekuh. Ich weiß, das sagen sie mir alle. Was ist denn falsch in meinem Gehirn, Doktor? Was weiß denn ich? Ich bin Zahnarzt. Aber eines weiß ich. Ist dein Zahn verrottet? Muss er raus? Aber meine Zähne sind gut. Ja, dieses Gehirn muss raus, Junge. Es ist der schnellste Weg, um dich zu heilen vom Wahnsinn des Geistes. Aber ich will nicht. Halt jetzt still. Das tut nur so lange weh, bis das Gehirn herausfliegt. Keine Angst, Dogen. Ich komme hoch und rette dich. Was läuft da schief, Herr Rasputin? Keine Zeit jetzt, Sascha. Ich muss diesen entsetzlichen Dornenturm hochklettern. Ach, ich komme einfach nicht höher. Du musst deine Schwebekraft einsetzen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich wusste ja nicht, dass dir noch die Grundlagen fehlen. Hey! Zum Glück arbeitet hier eine der besten Schweberinnen der Welt. Agentin Milla Vodello, die sinnige Sirene. Genau. Mit diesem Ruderträgerabzeichen kommst du zu ihr ans Dock. Ich versuche herauszufinden, wo die Interferenz herkommt. Komm zurück, sobald du dein Abzeichen erlangt hast. Alles klar. Interessant, dass wir hier looten können. Okay. Oi, was ist denn das? Okay. Kommen wir dann nur rüber, wenn wir schweben können. Hey, da gibt es ja auch viel zu entdecken. Cool. Was ist da ohne? Da ist jetzt nichts. Wo war denn das Teil nochmal? Ich glaube, da kommt man dann nur hin, wenn man schweben kann, oder? Oder kommt man da jetzt schon dran? Da. Da muss man da erst rüber und nee. Ja, ich kann es nochmal versuchen. Nee. No. Geh. Oh, da kann man doch hoch irgendwie. Nee. Nein, keine Chance. Okay.
Scheint auf jeden Fall was Interessantes zu sein. Was könnte das sein? Naja. Okay. Also. Ach, wir gehen wieder zum Camp zurück und werden wir zurücklaufen. Moment, ich mache jetzt die Musik leiser. So, ja. So, und werden wir zurücklaufen. Babbel ich noch ein bisschen. Also, ich habe jetzt beschlossen, ich werde das jetzt nicht schneiden oder so. Dann ist es eben mit drin, dass ich da lang jetzt ein bisschen gebraucht habe. Hä? Was ist denn? Bist du zum Training für Fortgeschrittene? Warum die Eile? Machst du Witze? Ich habe nur wenige Tage, um Psychonaut zu werden, sonst ist für immer Schluss damit. Mein lieber Red, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber die Psychonauten sind nicht mehr das, was sie waren. Die Zeiten ändern sich. Die Welt braucht uns einfach nicht mehr. Die Welt braucht die Psychonauten. Und zwar genau hier in diesem Lager. Hier stinkt vieles zum Himmel, was eine übersinnliche Untersuchung nötig hätte. Du bist so kindisch. Und süß. Wann hältst du endlich die Klappe und küsst mich? Klappe halten und was? Oh, ich wusste nicht, dass du... ich muss weg. Bye. Mann, war das peinlich. Ui. Rasputin, jemand ist in dich verliebt. Okay, Ton wieder. Bisschen leiser machen. Gut, das war jetzt eine Überraschung, ja. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da noch was kommt. Ja, das ist jetzt ein bisschen die Spielmechanik. Welche Richtung muss man eigentlich... Okay, mal die Richtung. Die Spielmechanik ist jetzt ein bisschen ungeschickt gewesen, weil dass man Level, wo man schon war, nicht einfach überspringen kann oder einfach wieder beenden kann, sondern einfach nochmal durchspielen muss. Das ist jetzt ein bisschen, oder halt dann da drin einfach sterben muss oder so. Das ist ziemlich blöd. Also, dass da kein Escape-Knopf gibt oder sowas. Aber ansonsten bin ich immer noch von dem Spiel ziemlich begeistert. Warnung, hier geht's zur geodätischen Psycho-Isolationskammer. Ah. Okay. Eintritt strengstens verboten. Ja, wir waren trotzdem drin. Moment, können wir das jetzt auch? Ui! Ist der Bär noch da? Oder wieder da? Nö. Was soll ich jetzt sagen? Aber trotzdem bin ich von dem Spiel immer noch ziemlich begeistert. Vor allem, man spielt nicht irgendwo was durch, sondern... Moment, hier bin ich falsch, oder? Hä? Man spielt nicht einfach irgendwas durch, sondern... Man hat jetzt gerade gesehen, mittendrin heißt dann plötzlich... Oh! Es geht nicht weiter, da fehlt noch eine Fähigkeit. Was ist das? Hä? Ist der Bär immer noch da? Den haben wir doch... Nee, den haben wir doch um die Ecke gebracht. Also ich höre es immer noch knurren. Ja, und dann natürlich diese Camp-Atmosphäre. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht her. Kann man jetzt an die Autos schießen? Ja, bringt nichts, ne? Ja. Diese Camp-Atmosphäre, das gefällt mir schon ziemlich gut. Solche Feriencamps und Ferienlagercamps, das... Ja, das hat so ein bisschen seinen eigenen Charme. So im Wald und...
Ich frage mich halt immer noch, ob es eine Story noch dahinter gibt. Das heißt ja, das wäre ein Trainingslager für von der Regierung irgendwie sowas. Und weil diese Welt ist schon irgendwie surreal, weil die Personen, die sehen irgendwie aus wie Menschen, aber auch wieder nicht, ne? Ist das mit Absicht so surreal oder hat es einen Grund? Ist da irgendwie, ist da irgendwas faul im Staat Dänemark? Es wäre wert, mal eine Science-Fiction-Analyse zu Psychonauts zu machen, aber die werde ich machen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Und wie gesagt, ich mache das nicht live, ich werde jetzt das einfach, während ich spiele, einfach alles aufzeichnen und, ja. Hey, ich wusste gar nicht, dass ihr Freunde seid. Kleine Maluf und ich haben Abmachung. Statt Bären zu schlagen, darf ich jeden hauen, der kleine Maluf was tun will. Was? Unglaublich, oder? Und er mich mal was verlangen lassen. Eine Menge Dinge werden sich hier bald ändern, Rasputin. Es kommt ein Machtwechsel. Wichtige Leute werden fallen und neue Sterne steigen auf. Für die Schwachen Gerechtigkeit. Für alle, die ihre Macht missbrauchen, Kopfnüsse. Wähle deine Seite mit Bedacht. Oh, das ist jetzt was Neues. Also immer wenn wir in der geistigen Welt irgendwas machen, hat es Einfluss auf die... Also hier ist nicht alles statisch, es scheint sich trotzdem doch irgendwas zu verändern. Ist der, wo durchs Schlüsselloch gucken will, immer noch da? Nee. Der ist nicht mehr da. Oder war das der, wo das Gehirn irgendwie aboperiert bekommt? Kommen soll. Na, egal. Also. Ja. Oh, das ist eine gute Position. So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich gehe mal jetzt raus. Erstmal speichern. Zack. Ja. So, ja. Okay. Moment. So, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Also, wie gesagt, Psychonauts ist ziemlich cool, ja. Cooler Charakter. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob es da irgendeine Story dahinter gibt, was mit dieser Welt los ist oder wie oder was. Sehr viel frustrierende Stellen waren es jetzt wieder. Gut, es waren nicht zu viele. Aber immerhin. Dann bedanke ich mich. Danke, dass ihr es bisher zugeguckt habt. Ich habe schon gesehen, so jedes Video geht so ungefähr 2 Stunden. Wobei das letzte, wir hätten schon viel früher in Saschas Experiment-Dings reingehen können, wenn ich die Spielmechanik vom Knopf irgendwie... Naja, jetzt weiß ich's. Also, dann macht's gut und bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.